Yomi Baduya, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Ausreitvideo mit Duke. Heute geht's die erste große Runde ins Gelände. Und da geht's auch schon los. Als wir den Duke abgeholt haben, haben wir den zwar auch zu Fuß geholt, da der ja sich nicht fahren lässt mit einem Anhänger. Er lässt sich zwar aufladen, aber sobald es losgeht und der Anhänger zu ist, bekommt er so viel Panik, dass er den Anhänger zertritt. Und damit ist es natürlich viel zu gefährlich, das Pferd zu transportieren, wenn es irgendwie anders möglich ist. Deswegen haben wir ihn damals zu Fuß abgeholt. Das waren ungefähr 7 oder 7,5 Stunden, die wir unterwegs waren. Das war echt heftig, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da habe ich ihn größtenteils geführt und bin zwischendurch nur mal kurze Passagen geritten. Da Duke ja im Gelände ja leider absolut kein einfaches Pferd ist und wir somit natürlich auch damals kein Risiko eingehen wollten und seitdem ab und an mal so ein bisschen geübt haben, wenigstens eine Runde ums Feld zu gehen. Und letztens bot er mir an genau dieser Kreuzung, wo wir gerade sind, an, dass wir hier hochgehen. Und da habe ich es dann einfach mal dankend angenommen und wir sind dann quasi so eine kleine Erweiterung gegangen, die halt so möglich war. Und das hat relativ gut funktioniert und da habe ich dann für mich entschieden, dass ich mit ihm mal richtig ausreiten möchte. Wir hatten den Jack dabei, der ist ja einer seiner engeren Kumpels, wodurch ich einfach gehofft habe, dass ihm das auch nochmal so ein bisschen Sicherheit gibt, wodurch er, sobald das in den Kopf kriegt und Panik kriegt, beziehungsweise generell, sobald er unsicher wird, ist ihm das halt egal, ob er alleine ist oder nicht. Hier hatten wir die erste kleine Unstimmigkeit, da war nämlich der Plan, glaube ich, zu traben. Und ja, die Reiterin von Jack hat mir netterweise kurz die Gerte gegeben, da konnte ich ihn einmal kurz so ein bisschen kitzeln, ihr die Gerte zurückgeben und dann lief er wieder los. Auch wenn wir dann für den Moment erst Positionen getauscht hatten, dass Jack vorne war, wir ein kleines Stück getrabt sind und ja, es eigentlich auch ganz gut geklappt hat. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass er sich benimmt. Hier habe ich dann entschieden, dass es doch ganz cool wäre, auch eine Gerte zu haben. Ich habe keine Gerte mitgenommen gehabt und hatte auch keine Sporen dran, das heißt, ich hatte nichts. Und habe mir dann ein Ästchen gepflückt und dann ging es auch schon auf die erste Trabstrecke, wo wir vorne waren. Zum Glück waren nämlich vor uns Fahrradfahrer und das war einfach ganz praktisch, weil Duke sagte, hey, da hänge ich mich dran, da will ich hinterher. Und da habe ich gedacht, super, wenn er doch da so ein bisschen Go nach vorne hat, nutzen wir das doch einfach. Und das hat er echt super brav gemacht, auch hier, er ist so ein bisschen am Glotzen überall, die Bank war gruselig und alles irgendwie gruselig. Aber alles in allem, würde ich mal sagen, sieht das doch extrem souverän aus. Also ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass Duke einfach unkompliziert eine Runde rausgeht. Unsere einzigen Schwierigkeiten waren tatsächlich, dass er zwischendurch einfach mal stehen geblieben ist und nicht wirklich Lust hatte, weiterzugehen. Ja, wobei, keine Lust ist halt bei ihm das falsche Wort. Also er wird dann wirklich einfach unsicher, weil er es irgendwie dann in den Kopf kriegt. Er weiß auch selber manchmal nicht so ganz, wovor er gerade eigentlich Angst hat und weshalb er sich aufregt. Aber wenn er anfängt, sich aufzuregen, ist es halt unheimlich schwer, ihn wieder zur Ruhe zu bekommen. Und zum Glück hatten wir, wie gesagt, den Tag ja wirklich kaum Probleme damit. Eine kleine Diskussion hat... Ja, hier ging es ja auch weiter die ganze Zeit, ziemlich entspannt. Hier hatte ich dann schon mit der Reiterin von Jack abgeklärt, was sie denn davon hält, wenn wir gleich mal einen Galopp ausprobieren, da er so schön im Fluss war. Und dann dachte ich, okay, das käme uns gerade ganz entgegen, das mal auszuprobieren. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo wir angaloppiert sind, aber das sehen wir dann gemeinsam gleich. Ja, ich habe halt erstmal einfach versucht, ihn einfach gehen zu lassen, ihn halbwegs gerade zu halten und einfach die Ruhe drin zu behalten. Das war mir einfach ganz wichtig. Auch wenn er schon mal so ein bisschen nach hinten geschielt hat, um Jack zu sehen. Beim Galopp gleich hat er das halt auch noch viel extremer gemacht, dass er immer den Kopf wirklich komplett zur Seite gehalten hat, um Jack zu sehen. Aber das war auch okay. Und hier geht's nämlich los. Und jawohl, da ging's los. Tatsächlich mit einem Hauch von Zögern ist er sofort angaloppiert. Hier seht ihr halt auch, dass er den Kopf ziemlich hoch nimmt, ziemlich weit zur Seite hält. Das war wirklich immer, um Jack im Auge zu behalten, weil er sich irgendwie nicht so ganz sicher war, wie er das einordnet. Dass die Geräusche hinter ihm sind, dass Jack offensichtlich hinter ihm ist, nicht, dass der doch verloren geht und was auch immer da alles so durch seinen Kopf geht.
aber er war super kontrolliert. Das Einzige, was ich halt bei ihm echt nicht gerne mag, ist, wenn er den Kopf so hoch nimmt, weil dann ist man immer auf so einer Gratwanderung unterwegs, dass es jederzeit kippen kann und er doch auf einmal es in den Kopf kriegt. Aber wir sind die ganze Zeit auf der guten Seite geblieben. Und ich war tatsächlich auch ziemlich entspannt auf ihm, habe mich super wohl gefühlt. Hier habe ich ja mein Ästchen etwas gekürzt. Deswegen ist er dann auch einmal stehen geblieben, weil es plötzlich neben ihm auf den Boden geraschelt hat. Ziemlich süß. Ja, und hier kommt die nächste Strecke, wo wir traben bzw. galoppieren wollten. Und hier haben dann beide Pferde aber gesagt, oh, Holz, hier können wir nicht weitergehen. Die haben sich dann einfach beide so ein bisschen angestellt, aber es blieb halt ziemlich im Rahmen. Hier hat Duke einmal versucht, sich umzudrehen. Das ist ja dann auch immer sein Ding, womit es anfängt, umdrehen. Danach kommt dann Steigen. Hier hat es dann geschafft, sich umzudrehen und ich bin einfach rechts dran geblieben. Und normalerweise ist das dann der Punkt, wo er in die Luft geht. Aber er hat sich dagegen entschieden und hat es einfach nicht gemacht. Ja, und hier konnten wir dann auch direkt schön traben. Haben dann schön gewartet, bis Jack so ein bisschen auf Abstand war, angaloppiert ist. Ja, weil ich wollte natürlich gerne, dass er bei mir bleibt, kontrolliert ist und nicht einfach Jack hinterher rennt. Dann nach einer kurzen Pause sind wir wieder angetrabt. Duke wollte antraben, obwohl ich ihm das noch nicht gesagt habe. Da habe ich ihn auch direkt korrigiert, weil ich mir dachte, ey, von Anfang an bringen wir das mit rein. Dann sind wir im Endeffekt auf der sicheren Seite und wer weiß, vielleicht wird er irgendwann ein cooles Geländepferd. Ja, das hat er auch super schön angenommen. Danach dachte ich dann, okay, jetzt kannst du ihn auch mal so ein bisschen an den Zügel stellen und einmal gucken, dass er die Hilfen wirklich annimmt und du nicht nur vorsichtig reitest und ihn machen lässt. Und das hat dann aber auch gut funktioniert. Da musste ich zwar einmal so ein bisschen mehr reingreifen, aber dann war gut. Ja, und auf dem Rückweg, also kurz bevor der Stall dann quasi in Sicht kam, wurde er auf einmal auch total fleißig und hatte auch gar kein Ding mehr damit, dass er vorgeht. Also er hat sich dann gerade zum Schluss hin wirklich extrem gut mit der Situation arrangiert und sich ja immer wohler gefühlt, wurde immer selbstbewusster und kam so ein bisschen in den Fluss. Ich würde mal sagen, das schreit nach einer Wiederholung. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gern ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und denkt immer daran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier. Oder auch hier. Nee, doch lieber hier. Oder? Nee, ich würde hier klicken. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht klickt ihr auch erst das und dann das an. So würde ich es machen.